Herzlich willkommen zur zweiten Folge Baking Bad. An meiner Seite Zabex, aka Meek. Hallöchen. Wir machen einfach Glühwein, aber ohne Alkohol. Wir sind ja natürlich. Ich bin trocken. Vielleicht erklärt mir das ganz kurz. Ihr habt hier so ein paar Inhalte und ihr dürft jetzt ein bisschen rumprobieren, was euch denn hier eigentlich ganz gut schmecken wird. Ja, rumprobieren würde ich gerne machen. Wir haben Gelassenheit-Tee, dann haben wir schwarze Johannisbeere. Ach, wollen wir erstmal die Ingredients so probieren? Ja, klar. Das Ding ist, ich zitter schon, weil mein Körper wirklich lange keine Vitamine mehr hatte. Ja. Ja, ist Zimt. Ja. Was haben wir noch? Wir haben Nelken. Auch ein bisschen geil. Ja, davon muss schon alles rein. Ja, würde ich auch. Das ist ja unser Fundament quasi. Das ist unser Fundament. Ja. Mir wird langsam warm ums Herz. Eine Fingerspitze. Nelken. Ich hatte noch so ein Zimtding. Orangensaft! Ich verstehe es nicht so richtig. Ich glaube, das würde mich nerven, dass der da drin ist. Das ist ein Schubs. Und jetzt kommt nämlich meine Geheimzutat. Da warte ich die ganze Zeit drauf und das ist der wichtigste Schritt. Mach mal Platz, du gut gebauter Mann. Einer meiner liebsten Arbeitskollegen. So, aufmachen. Und das bringt die Magie ins Ganze. Da ist noch Mutter Natur mit involviert. Der durst dich auch, ne? Das war genug der Arbeit. So, jetzt wird hier im Schuh raus. So, Niklas, guck mal, das dampft hier schon. Das sieht alles wirklich lecker aus. Ich habe gleich noch eine Show, ne, Niklas? Vergesst es nicht. Ja, hast du da bisschen. So, das sieht aus. Ey, das sieht wirklich, das sieht aus wie ein Zaubertrank. Willst du den Stern Anis rein? Wollen wir vielleicht beide einfach ein? Oh, das riecht aber wirklich gut. Ich wünsche dir da draußen können es riechen. Das riecht wirklich fantastisch. Ich muss aber auch gut heute. Danke, Sir. Wow. Außer aus dem Mund. Mike, scheiß auf dich. Bitte, Hank, ich arbeite hier. Fick dich, Mike. Hank ist jetzt mein Assistent. Können wir hier warten? Ja, man hat wirklich noch eine Show-Nachricht. Weißt du, was ich wichtig finde? Man sagt immer, man muss als gutes Beispiel vorangehen. Wir sind Arbeitskollegen, Niklas. Mhm. Man sagt immer, man muss als gutes Beispiel vorangehen. Aber ich finde, wir können auch einfach mal zeigen, wie man es nicht machen sollte. Liebe Kinder, werdet nicht wie wir. Und Niklas, da musst du mal herkommen. Was denn? Das Vater, Mama, ja, da muss man mal ein bisschen hier. Nee, das ist schlecht, wie du das machst. Das ist richtig dumm. Das war gerade so ein kurzer Moment, als würdest du ihn küssen wollen, Mike. Ja, aber Fall. Okay, alles klar. Sorry, es war meine Interpretation. Ja, tut mir leid, es war gemein. Ich möchte nicht zur Weihnachtszeit gemein sein. Ich bin ab jetzt der neue Mike. Mann, ist das magisch. Jetzt ist es schon warm. Aber es riecht nach. Riech mal, obwohl da kein Alkohol drin ist. Ich rieche an deinem, ich hab denselben. Lecker, ich finde, der schmeckt nicht so künstlich gesüßt. Ich finde, der schmeckt nach. Ein bisschen Gewürz wäre geil. Halt kurzes Maul. Ich finde, der schmeckt nach so eine Mischung aus Absturz mit den Atzen auf dem Weihnachtsmarkt und hey, ich bin krank, ich trinke einen schönen Gesundheitstee. Aber ich bin begeistert. Ich habe in meinem Leben noch nie überall selber gemacht. Aber der schmeckt wirklich gut. In dem Sinne, Freunde, wir wünschen euch ein wunderschönes Weihnachtsfest mit euren Ängsten, mit eurer Familie. Ich hoffe, ihr kriegt viele, viele Umschläge voller Geld von euren Großeltern und ihr genießt einfach die Zeit. Auf ein wunderschönes Jahr 2023. Wir machen uns jetzt richtig dicht. Cheers.